Hallo und willkommen zu Was ist los in diesem Sommer? Dem Veranstaltungskalender für alle Sonnenhungrigen im Harz. Ich bin Marvin. Von mir erfahrt ihr heute Tipps zu Events, die ihr diesen Sommer besuchen könnt. Noch bis zum 3. September könnt ihr in dem bekannten Harzer Örtchen Schürke den Schürker Musiksommer erleben. Am 8. Juli um 19.30 Uhr lassen es der Grenzgänger-Cellist Matthias Hübner und der Gitarrist Rico Wolf unter dem Titel Zwoika Cello trifft Gitarre im Musikpavillon im Kurpark rocken. Ein Zwoika-Konzert ist ein Gute-Laune-Akt. Hier treffen eingängige und ausgecheckte Stücke auf sympathische Entstehungsgeschichten. Was die beiden Künstler auf der Bühne präsentieren, ist mehr als Musik. Es ist die Perfektion einer wortlosen Kommunikation, die ihre Musik als Zeichen der Harmonie entwickelt. Am 15. Juli, ebenfalls um 19.30 Uhr und an gleicher Stelle, beehrt Simon Kempston, der Singer-Songwriter aus Schottland, mit Songs aus Folk, Blues und Klassik dem Musikpavillon in Schürke. Als inspirierender, poetischer Texter sind Simons Live-Auftritte intensiv und leidenschaftlich, das Thema hauptsächlich schottisch, aber mit universeller Anziehungskraft. Ein Harzer Heimatsound-Akustikprogramm mit dem Duo 90 Grad findet am 29. Juli um 19 Uhr in der Schürker Feuerstein Arena statt. Das Harzer Duo steht für Musik aus dem Harz im Stil moderner Schlager und Popsongs. Zwei Stimmen, zwei Gitarren, alles live und handgemacht. Fabulös und kunterbunt wird es am 6. August um 15 Uhr im Musikpavillon mit einem Musikprogramm für Groß und Klein des Musikers Sam Seifert mit Kinderliedern, die Spaß mit Bewegung und Wissen vermischen. Irgendwann kommt jeder Musiker mit Jazz in Berührung. Bei manchen ist dann die Begeisterung so immens, dass sie am liebsten gar nichts anderes mehr spielen wollen. So ergeht es wohl den Musikern der Swingband Da Capo, die am 13. August ab 19 Uhr im Musikpavillon zum Kurparkfest jazzen und swingen. Das Kurparkfest ist jährlich das Highlight des Schürker Musiksommers und einen Besuch absolut wert. Am 20. August um 15 Uhr begeistert Andreas Thus seine Zuhörer mit Gitarre, Mundharmonika, Fußpercussion und Gesang. Sein Repertoire umfasst viele Stücke der letzten 50 Jahre Musikgeschichte. Songs von den Beatles, Rolling Stones, Rod Stewart gehören ebenso zu seinem Programm wie auch aktuelle Hits von Oasis, Stopot, Martin Harley, Milo, Green Day und Ed Sheeran. Alex Hunger ist das perfekte Sinnbild für musikalische Mittelmäßigkeit. Wie seine Gitarre, so hat auch er zwei Seiten. Ein bisschen Las Vegas und etwas Vanni Grode. Das ist der geistige und künstlerische Spagat, in dessen Mitte ein zerrissenes und sensibles Ego hängt. Mit seinem Programm Alles muss und nichts kann überrascht er euch am 26. August um 19.30 Uhr im Musikpavillon in Schürke. Wenn die Musiker der Gruppe 3F die Bühne betreten, gibt es anspruchsvolle Rockmusik, bis die Füße von allein zu tanzen beginnen und die Party startet. Die Band bestreitet das Abschlusskonzert des Schürker Musiksommers am 3. September um 14.30 Uhr im Musikpavillon mit einer Zeitreise durch die Rockgeschichte der 70er und 80er Jahre. Im Zeitraum vom 22. bis 24. Juli setzt der Schürker Musiksommer für 3 Tage aus und wird dabei vom Arena Sommerkino würdig vertreten. Zum 3. Mal fungiert hier die Schürker Feuerstein Arena als Freiluftkino. In Kooperation mit den Volkslichtspielen Wernigerode flimmern an 3 Tagen 6 Filmklassiker über die große LED-Leinwand. Gezeigt werden wieder tolle Filme für Groß und Klein. Den Auftakt unter dem spektakulären Dach der Arena macht am Freitagnachmittag, dem 22. Juli um 16.30 Uhr der Film Jim Knopf und die Wilde 13. Begleitet Jim Knopf und Lokführer Lukas bei einem neuen Abenteuer. Das perfekte Geheimnis. Das sind 3 Frauen, 4 Männer, 7 Telefone und die Frage, wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Die Komödie mit Caroline Herford, Elias Mbarek, Jella Hase und Frederik Lau erwartet euch am 22. Juli um 19.30 Uhr. Am Samstagnachmittag ist die bekannte Hexe Bibi Blocksberg im Film Bibi und Tina voll verhext auf der Leinwand in der Arena zu sehen. Detlef Bucks Abenteuer- und Familienfilm spielt auf Schloss Falkenstein und dort wurde eingebrochen. Ob Bibi und Tina den Dieb fassen und ob Bibis Hexerei hilft, das könnt ihr am 23. Juli ab 16.30 Uhr erfahren. Für eine ganz besondere Atmosphäre für alle Fantasy-Fans sorgt am Samstagabend der Film Fantastische Tierwesen 2 – Grindelwalds Verbrechen.
Den zweiten Teil der fünfteiligen Fantastische Tierwesen-Reihe könnt ihr am 23. Juli um 19.30 Uhr erleben. Zu einem Kinder- und Familienfilm lädt am Sonntagnachmittag, dem 24. Juli um 16.30 Uhr, die Schule der magischen Tiere ein. Diese Tiere sind etwas ganz Besonderes. Sie haben nicht nur magische Fähigkeiten, sie können auch noch sprechen und entwickeln ihren ganz eigenen Charakter. Als dann noch ein Dieb sein Unwesen treibt und Dinge verschwinden lässt, machen sich die Kinder und ihre magischen Tiere auf die Suche nach dem Täter. Mit dem Filmklassiker Dirty Dancing endet am 24. Juli das Arena Sommerkino. Schwingt eure Hüften ab 19.30 Uhr mit den beiden Protagonisten Johnny und Frances in einer bezaubernden Liebesgeschichte. Auch der Wernigerother Festspielsommer 2022 wartet noch bis Anfang September mit vielen musikalischen Kostbarkeiten auf. So gibt es Anfang Juli gleich eine Doppelpremiere, denn der MDR Musiksommer 2022 mit der Reihe MDR Klassik unterwegs ist zu Gast im Konzerthaus Liebfrauen. Das MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Marie Jacques und dem brillanten französischen Nachwuchsgeiger Mohamed Hieber spielen Werke von Ravel, Mozart und Mayer. Das MDR-Musiksommerkonzert in Wernigerode eröffnet am Abend des 9. Juli mit einer zeitversetzten Ausstrahlung das ARD-Radio-Festival. Weiterhin wird der Abend für das MDR-Fernsehen aufgezeichnet. Voraussichtlicher Sendetermin ist der 12. Juli. Die diesjährigen Schlossfestspiele mit dem musikalischen Schauspiel nach Shakespeare und Purcell, Ein Sommernachtstraum, startet am 10. Juli um 11 Uhr mit einer Opernmatinee im Konzerthaus Liebfrauen. 110 Minuten, ein Fest der Fantasie, ein Fest der Kostüme, der Musik und einer der wundervollsten Komödien aller Zeiten. Und schließlich ein Fest der Liebe, die Premiere des Stücks am 19. Juli und weitere Aufführungen zwischen dem 20. und 29. Juli finden um 20 Uhr auf Schloss Wernigerode statt. Eine weitere Nachmittagsaufführung könnt ihr am 24. Juli um 16 Uhr im Konzerthaus Liebfrauen erleben. Seit nunmehr 100 Jahren erschallt der Ruf Jedermann über den ehrwürdigen Dom zu Salzburg. Kaum ein Stück ist so tief in der Festspielgeschichte verwurzelt wie dieses. Und kaum ein Ort könnte dafür besser geeignet sein, als das erst im Frühjahr 2022 neu eröffnete Konzerthaus Liebfrauen Wernigerode. Das mittelalterliche Mysterienspiel ist in unserer materiell geprägten Zeit mindestens so aktuell wie damals. Hugo von Hofmannsthals Spiel könnt ihr am 14., 15. und 16. Juli jeweils um 19.30 Uhr im Konzerthaus Liebfrauen erleben. Robert Schumann ist einer meiner Herzenskomponisten. Wenn Matthias Kirschnereit über Schumann spricht, leuchten seine Augen. Dessen berühmtes Klavierquintett wird er gemeinsam mit dem vielfach preisgekrönten Aris-Quartett, eine der aufregendsten jungen Kammermusikformationen, im Konzerthaus Liebfrauen aufführen. Zu erleben am 17. Juli um 18 Uhr. Zwei Orgeln in zwei sakralen Räumen direkt nacheinander zu hören, ist eine spannende Sache. Es erklingen nicht nur zwei klanglich wie technisch hervorragende Dokumente spätromantischer Orgelbaukunst in Deutschland, es sind auch unterschiedliche Räume, in denen der Klang sich entfalten kann. Der aus Frankreich angereiste Organist Mathieu de Miguel lädt euch am 22. Juli um 19.30 Uhr zu einem romantischen Orgelspaziergang in das Konzerthaus Liebfrauen ein. Heimat, eine Idee der Gewissheit, wo man herkommt, wo man hingehört. Unzählige Ereignisse, die unsere Heimat geprägt haben, in die wir hineingeboren wurden und die wir unseren Kindern auf den Weg geben. Der international renommierte Tenor Daniel Behle widmet sich diesem großen Thema gemeinsam mit dem Hornquartett German Horn Sound über alle Grenzen und Genres hinweg mit Liedern und Arien aus über 400 Jahren Musik und Zeitgeschichte am 30. Juli um 19.30 Uhr im Konzerthaus Liebfrauen. Klimawandel im Konzerthaus Liebfrauen. Für das Duo Fantasia ist der Name Programm. So kommen ausgefallene, sorgfältig konzipierte Programme zustande. In ihrem aktuellen Programm Klimawandel stellt das japanisch-koreanische Musikehepaar vor allem den Wald und das Wasser in den Mittelpunkt, um auf Themen wie Regenarmut, Waldbrände, Abholzungen und die bedrohte Tierwelt aufmerksam zu machen. Zu erleben am 5. August um 19.30 Uhr. Das Familienmusical Die Abenteuer des kleinen Pinocchio der kleinen Oper Bad Homburg gastiert am 7. August um 16 Uhr im Konzerthaus Liebfrauen. Wer kennt ihn nicht, den kleinen hölzernen Taugenichts Pinocchio mit dem großen Herzen am rechten Fleck?
Eine Reise durch die Welt der Oper für Kinder ab 5 Jahre. Hesse. Zwischen Welt und Zaubergarten ist eine musikalische Lesung mit Liedern und Klavierwerken von Mozart, Mendelssohn, Bartholdy, Clara und Robert Schumann, Brahms, Grieg, Wolf, Reger und Strauss. Die Sopranistin Dorothee Mielz nimmt euch mit in die Kindheit und das Leben des Zauberers Hermann Hesse. Am 9. August um 19.30 Uhr in der Schlosskirche Wernigerode. Ein komisch-utopischer Monolog in einer Videoinstallation über eine mögliche gemeinsame Zukunft unserer Gattung und wie unsere Fantasie unsere Realität bestimmt, kommt jeweils am 12., 13. und 14. August um 20.30 Uhr zur Aufführung im Konzerthaus Wernigerode. Das Theaterkollektiv Künstlerische Intelligenz und der aus Wernigerode stammende Schauspieler Karl Schaper fragen nach der Kraft der Utopie, genauso wie nach den Gefahren, gerade in diesen unruhigen und unvorhersehbaren Zeiten. Unter dem Titel Kleinkosmos Schütz 22 vereinen sich 4 der deutschen Landesjugendchöre zu einem großartigen Projekt anlässlich des 350. Todestages von Heinrich Schütz. Bereits im Vorfeld treffen sich die Landesjugendchöre Sachsen-Anhalt und Thüringen zu einer Vorbereitungsphase im Wernigerode und geben in dieser Chorwerkstatt bereits einen musikalischen Ausblick mit einem Konzert am 19. August um 19.30 Uhr im Konzerthaus Die Frauen. Seit der Verfilmung des Broadway-Klassikers mit Audrey Hepburn gehört Frederick Lewis' Musical My Fair Lady zu den meistgespielten und populärsten Bühnenwerken des 20. Jahrhunderts. Zu einer konzertanten Aufführung kommt es nun am 20. August um 19.30 Uhr im Konzerthaus Die Frauen. Gemeinsam mit der Singakademie Harz erweckt das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode das Blumenmädchen Eliza, ihren Verehrer Freddie Ainsworth Hill und den angesehenen Professor Higgins musikalisch zum Leben. Seit alters her begegnen sich am Harzgebirge mächtige Herzöge und hochgemute Helden, Hexen und Teufelsgelichter, zwielichtige Zwerge und ruppige Räuber. Die Sage zur Rostrappe oder auch zur Walpurgisnacht sind die wohl bekanntesten Geschichten des Harzes. Der Komponist, Pianist und Kabarettist Christoph Reuter hat 6 bekannte und weniger bekannte Harzsagen sinfonisch in cineastischem Stil vertont. Den Erzähler verkörpert niemand anderes als der bekannteste Wernigeröder Rainer Schulze. Taucht ein in die Welt der Elfen, der Zwerge, der Sarden und Geister und erfahrt ganz nebenher Wissenswertes über den Harz und das Leben vor langer Zeit am 1. September um 19.30 Uhr im Konzerthaus Lieb Frauen. Origineller vitaler New Orleans Jazz und Dixieland, gespielt von einer Band mit internationaler Erfahrung und einer Frau am Sousaphon, die All-Time Memory Jazz Band. Die Veranstaltung findet am 3. September um 11 Uhr im Konzerthaus Lieb Frauen statt. Den Abschluss des Wernigeröder Festspielsommer bildet das Filmmusikkonzert des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode, dirigiert und moderiert von Musikdirektor Christian Fitzner, ebenfalls im Konzerthaus am 3. September um 19.30 Uhr. Auch die Konzertreihe von bekannten Bands im Hasseröder Burghotel wurde nach der langen Corona-Auszeit wieder aufgenommen. So könnt ihr die beiden Vollblutmusiker Melanie Mau und Martin Schneller mit ihren Songs im Unplugged-Style am 3. Juli um 20.30 Uhr erleben. Les Vatons reihen sich am 9. Juli um 20.30 Uhr in die Konzertreihe ein. Das Besondere an dieser Band ist, neben ihrer Spielfreude, der große kabarettistische Anteil und die Live-Performance. Das Repertoire erstreckt sich von Blues über Rock, Country bis zu Gospel und Irish Folk. Mitreißende Grooves und eine einmalige Bühnenperformance verpackt in einem unverwechselbaren Gewand. So bringt die ungestüme Beatband The Six Pickles aus dem Herzen Sachsens das Tanzbein zum Schwingen und lässt den Beatclub live wieder auferstehen. Getreu dem Motto Back to the Roots besinnt sich die Band auf die Wurzeln des Rock'n'Roll und beweist dies am 15. Juli um 20.30 Uhr. Sachsen-Rock. Das ist eine energiegeladene Cover-Rock- und Pop-Show mit engagiert dargebotenen Songs aus den letzten 4 Jahrzehnten am 16. Juli um 20.30 Uhr. Genießt eine perfekte musikalische und visuelle Unterhaltung. Echte handgemachte Live-Musik. Musikalische Ohrwürmer in einer perfekt inszenierten Show zweier Stimmen, die sich gesucht und gefunden haben. Das Duo Diesel erfreut sich großer Beliebtheit und treuen Fans. Country, Oldies und More am 2. Juli und 2. September jeweils um 20.30 Uhr.
Annika Kersten und ihre Crew, bekannt aus der Theaterszene 38, imitieren nationale und internationale Künstler aus aller Welt und bieten euch ein kunterbuntes Showprogramm mit Tanz, Gesang und Witz für jedermann. The Imitates am 27. Juli und 17. August um 20.30 Uhr im Hasseröder Burghotel. The Ants, die Surf Rock'n'Roll Show. Da ist Party garantiert. Drei Jungs an Gitarre, Bass und Stand-Up-Drums mit dem Sound der legendären Memphis Sun Studios am 29. Juli um 20.30 Uhr. Brothers of 66, das sind Thomas Seide und Dirk Rolle. Ihre Musik ist ehrlich, innig und handmade. Ihr Publikum wird einen musikalisch breit gefächerten Abend voller Emotionen und toller Unterhaltung am 5. und 20. August jeweils um 20.30 Uhr erleben. Vielseitigen Rock und Pop garantiert am 19. August um 20.30 Uhr das Doppelduo Annie Lorak und weiß zu begeistern. Annie Lorak, das sind Caro, die Sängerin, und Jenny, die Bassistin der ACDC-Frauen-Powerband Black Rosie, sowie Kai, der Gitarrist und Sänger der Status Quo-Tribute-Band Quotime, und Jens, das Tier, an den Drums. Schlagfertig, witzig und charmant präsentieren die vier Profimusiker durch weltbekannten Songs die History of Rock. Es gibt auch spannende Hits für Kids in diesem Sommer. Lasst euch im Schörter Kurpark vom Theater Silberborn in die Welt der Märchen entführen. Am 8. Juli um 16 Uhr warten die Akteure mit dem Puppentheater Rotkäppchen auf. Dann machen sich Kaspar und Seppel auf eine abenteuerliche Reise, auf der ihnen viel Ungemach, aber auch viele ungewöhnliche Gestalten begegnen. So am 15. Juli um 16 Uhr niemand anderes als der berühmte Räuber Hotzenplotz. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Mit dem Puppentheater Rumpelstilzchen verzaubert das Theater Silberborn am 29. Juli um 16 Uhr. Warum nur müssen die Kleinen immer klein sein und die Großen bleiben groß? Könnte es denn nicht einmal einen Umkehrzauber geben? Das denken und wünschen sich zumindest das Eichhörnchen, die Maus und das Igelchen. Das Eichhörnchen und das Nashörnchen, ein spannendes mazedonisches Märchen über Große und Kleine und wie man sich vertragen kann am 5. August um 16 Uhr. Mensch, Kinder, die Räuber sind los. Sie sind einfach aus dem Gefängnis ausgebrochen. Dem König gefällt das gar nicht, also hat er eine Belohnung ausgesetzt. 20 Goldtaler. Puppentheater, die Räuber Schnips und Schnaps am 12. August um 16 Uhr. Die Veranstaltungen finden unter freiem Himmel am Musikpavillon im Schörter Kurpark statt. Bei schlechtem Wetter wird das Puppentheater in die untere Etage der Tourismusinformation verlegt und kann so trotzdem stattfinden. Auch das Hasseröder Burghotel wartet diesen Sommer mit Theaterstücken für Kids auf. Es handelt sich um Figurentheaterstücke, welche fast ohne Worte eine Geschichte erzählen. Das Figurentheater, das Schneckenhaus, erzählt am 14. Juli um 16.30 Uhr die Geschichte des kleinen Fritz. Fritz ist anders. Er hat seine Weise, die Welt zu betrachten, ist langsamer, furchtsamer, stiller und vielleicht empfindsamer als seine Altersgenossen. Es fällt ihm schwer, sich verständlich zu machen, und die Menschen seiner Umgebung bleiben ihm ein Rätsel. Die anderen halten ihn schlicht für dumm. Nicht so die geheimnisvolle Schnecke, die ihn zu sich in ihr Haus einlädt, einen Ort, an dem sich all die treffen, die nicht so ganz normal sind. Vorhang auf. Es war einmal ein kleines Mädchen mit einem Käppchen aus rotem Samt. So steht's im Märchenbuch, und dieses Märchen will Luzi spielen. Den Jäger, den Wolf, das Rotkäppchen. Doch wer steht da plötzlich neben ihr? Mit Helm und Flügeln? Ein Schutzengel in Rotkäppchens Geschichte? Oh ja, und es gibt viel zu tun. So viel sei verraten. Ende gut, alles gut. Ach ja, und viel Musik gibt's auch. Am 21. und am 28. Juli um 16.30 Uhr mit dem Figurentheater Rotkäppchen. Auf der Waldbühne in Altenbrak treffen sich diesen Sommer Hexen, Zauberer und andere interessante Gestalten. Dazu gehört auch die leider erst 127 Jahre alte kleine Hexe und ihr Wunsch, eine gute Hexe zu sein, zu sehen in dem Theaterstück nach dem gleichnamigen Roman von Ottfried Preußler im Juli und August. Ebenfalls im Juli präsentiert die Waldbühne in Altenbrak das Familientheaterstück Der Zauberer von Oz. Eine spannende Inszenierung mit Musik und Tanz des Theaters Fairy Tale.
Achtung, der Räuber Hotzenplotz ist ausgebüxt und ist mir nichts, dir nichts aus dem Spritzenhausgefängnis ausgebrochen und sorgt im Wald für Angst und Schrecken. Da gibt es mächtig was zu tun für Kasper und Seppel auf der Waldbühne im Stück Neues vom Räuber Hotzenplotz. Auch im Herzen der Harzer Berge könnt ihr im Goethesaal der Baumannshöhle in Rübeland viele schöne und einzigartige Theateraufführungen erleben. Für den Juli und August möchten wir euch spannende und kinderfreundliche Theaterstücke in einzigartiger Kulisse ans Herz legen. Erlebt die Geschichte des kleinen Prinzen nach einer Erzählung des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry und begleitet ihn auf seiner Reise, die Einzigartigkeit der Dinge schätzen zu lernen. Am 29. und 30. Juli, jeweils um 16.30 Uhr, geht es um das Geheimnis von Atlantis. Das Stück 20.000 Meilen unter dem Meer, frei nach dem Roman von Jules Verne, ist ein Abenteuer für alle. Ein Theaterabenteuer in der Rübeländer Baumannshöhle. Der Hamburger Geologieprofessor Otto Steinbrock entdeckt in dem uralten isländischen Buch seines Studenten Alexander von Humboldt ein verklebtes Pergament mit rätselhaften Schriftzeichen und offenbar unglaublichen Inhalt. Steig hinab in den Krater des Snæfellsjökull und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Unglaublich! Und doch lässt er sich von Alexander überzeugen, gemeinsam dieses gefährliche Abenteuer anzugehen. Was die beiden auf ihrer Reise erwartet, könnt ihr miterleben am 4. und 6. August jeweils um 16.30 Uhr in der Baumannshöhle in Rübeland. In diesem Sommer startet die Waldbühne in Stolberg durch. Ein jahrzehntelanger Dornröschenschlaf geht zu Ende und ein kleines, aber feines Theater- und Musikfestival lädt ein zu erlebnisreichen Stunden unter freiem Himmel. So lädt während der Stolberger Schlossfestspiele das Anderswelttheater zu dem Familienmusical Peter Pan und Captain Hook ein. In den Sommerferien ist auch das Leimhaus in Halberstadt kreativ unterwegs. Am Dienstag, 26. Juli von 13 bis 14 Uhr können Kinder ab 7 Jahren bei der Werkstatt Schnitzen wie Micha aus Lönneberger mitmachen. Dieser Nachschlag zur Kinderbuchausstellung wird vom Spiel- und Lerndesigner Simon Kurze geleitet. Zur Ausstellung Harzwölfin, die Quedlinburger Expressionistin Dorothee Milde, gibt es zwei, auch unabhängig voneinander buchbare, Zeichenkurse für Jugendliche und Erwachsene mit dem Künstler Sven Großkreuz aus Halle. Am Samstag, 16. Juli von 13 bis 17 Uhr geht es um expressives Zeichnen von Naturmotiven. Am Samstag, 23. Juli, ebenfalls von 13 bis 17 Uhr, lautet das Thema expressives Zeichnen von Architektur. Beim MDR Harz Open Air feierten 2019 über 7000 Besucher einen Sommerausklang nach Mars. Die 9. Auflage 2021 fand Corona-bedingt auf Decken und mit Picknickflair statt. 2022 folgt nun das große Jubiläum. 10 Jahre MDR Harz Open Air und das mit zwei Shows an zwei Tagen. Das Event, das am 2. und 3. September im Wernigeröder Bürgerpark stattfindet, steht auch in diesem Jahr mit seiner künstlerischen Besetzung für beste aktuelle Popmusik und große Hits der Vergangenheit. Zu den Hauptacts am 2. September gehört um 20.30 Uhr Alex Christensen mit seiner Classical Dance Tour. Präsentiert von Christensens Band mit den Gesangssolistinnen Jazz und Nika. Ab 22 Uhr könnt ihr dann eine der weltweit erfolgreichsten deutschen Gruppen des Jahrzehnts erleben, Alphaville. Songs wie Sounds Like a Melody oder Forever Young halten sich bis heute in den Herzen und Ohren der immer wieder nachwachsenden Fans. Auch der zweite Tag ist wieder vollgepackt mit musikalischen Acts. Beginnen wird Franzi Harmsen um 17.15 Uhr. Das Erfolgsrezept der Singer-Songwriterin sind melancholische Lyrics und tanzbare Beats sowie tiefe Gefühle und Elektroklänge. Um 20 Uhr ist dann Zeit für Berge. Die zwei Vollblutmusiker aus Berlin, Marianne Neumann und Rocco Horn, machen mit ihrer Musik auch nicht vor ganz großen Themen halt. Sie singt von Menschlichkeit, Liebe, Selbstbestimmung und dem Wunsch nach einer besseren Welt. Was Alvaro Soler in den Jahren 2015 bis heute mit seiner Musik erlebt hat, kann man getrost eine kleine Sensation nennen. Quasi direkt von der Uni katapultierten seine Songs den spanisch-deutschen Musiker in die Charts in ganz Europa, Lateinamerika und auf Bühnen in aller Welt. In diesem Jahr auch auf die Bühne im Wernigeröder Bürgerpark. Ab 21.30 Uhr könnt ihr bei Hits wie El Mismo Sol und La Centuria das MDR Harz Open Air 2022 ausklingen lassen. Jetzt noch einige weitere Veranstaltungen aus der Harzregion. Jubiläumsauflage mit Live-Musik und Sprint für jedermann. Der Schürter Sommerlauf ist ein Waldlauf für Jung und Alt,
der jährlich am zweiten Sonntag im August stattfindet. Der diesjährige 20. Schürter Sommerlauf findet am 13. August ab 10 Uhr statt und wird vom Nordischen Skiverein Wernigerode ausgerichtet. Mit viel Schwung und guter Laune in einen ausgelassenen Sommerabend. Rollschuh-Disco Beat'n'Roll und das unter dem Dach der Schürter Feuerstein Arena am 20. August. Ab 18 Uhr sorgt DJ André S. mit posierenden Disco-Sounds im flotten Beats für gute Laune und beste Tanzstimmung auf dem Arena-Gelände. Am 10. Juli um 11 Uhr findet der nächste Orgel Brunch in der Kirche St. Johannes in Wernigerode statt. Das Programm ist ganz im Sinne des Publikums. Anne und Olaf Engel spielen Lieblingsmusik und erfüllen Publikumswünsche, die im Frühjahr gesammelt wurden. Entstanden ist ein bunter Mix aus Barock, Klassik und Pop. Drei Erlebnisführungen durch Wernigerode möchten wir euch gerne ans Herz legen. Am 16. Juli ab 14 Uhr Verborgene Orte. Eine Stadtführung mit Fokus auf die Bereiche der Altstadt Wernigerodes, die den Blicken der Besucher meistens verborgen bleiben. Erlebt Hinterhöfe und Plätze der besonderen Art. Am 23. Juli ab 14 Uhr Innenhöfe mit Atmosphäre. Romantische Innenhöfe, verwinkelte Gassen, abseits des Trubels der Geschäftsstraßen laden sie ein. Am 30. Juli ab 14 Uhr entlang der Stadtmauer. Der Besucher erhält dabei ein Gefühl für die Dimension der Stadt und entdeckt verborgene Stadtgeschichte. Start der Führungen ist jeweils am Marktplatz von Wernigerode, nahe der Touristinfo. Rasante Fahrgeschäfte, Schlemmereien, stimmungsvolle Feuerwerke, Spiel und Spaß mit Freunden und Familie. Vom 1. bis 10. Juli können sich Jung und Alt wieder auf das größte Volks- und Schützenfest der Region freuen, in Goslar auf dem Festplatz Osterfeld. An rund 100 Ständen präsentieren Kunsthandwerker vom 6. bis 7. August ihre Werke in den Gassen und auf den Plätzen der historischen Goslarer Altstadt. Die hochwertigen handgefertigten Kunst- und Alltagsgegenstände des traditionellen Goslarer Kunsthandwerkmarktes ziehen jährlich viele Besucher an. Der besondere Flair des Marktes entsteht vor allem dadurch, dass viele Künstler live arbeiten und die begeisterten Gäste deren über die Schulter schauen lassen. Laienkunsthandwerker erhalten zudem ausführliche Tipps und Anregungen für das eigene Hobby. Das war der erste Teil von unserem Veranstaltungskalender. Was ist los in diesem Sommer? Wir sehen uns. Euer Marvin.